Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie als Präsident der Thomas-Dehler-Stiftung alle ganz herzlich willkommen heißen zu unseren diesjährigen Nürnberger Sicherheitsgesprächen, die Auftaktveranstaltung, und ich bin begeistert. Zum einen natürlich, dass wir Dr. Norbert Röttgen, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, für diesen Festvortrag, für diese Auftaktveranstaltung gewinnen können. Zum anderen aber bin ich genauso begeistert über die Anzahl derer, die sich zumindest angemeldet haben und sicherlich in den nächsten Minuten sich alle auch noch zuschalten werden. Denn 300 Personen haben wir mit unseren Präsenzveranstaltungen so nicht erreicht. Und nachdem es ja im letzten Jahr das erste Mal Corona-bedingt zwangsläufig war, dass wir das Online-Format gewählt haben, so scheint es doch auch Vorzüge zu haben. Denn für viele ist die Anreise etwas schwieriger, etwas weiter, aber die Vorteile des persönlichen Zusammentreffens, der persönlichen Diskussion sind natürlich auch nicht wegzuwischen, sodass wir sicherlich auch im nächsten Jahr, so die gesundheitliche Entwicklung in die richtige Richtung geht, uns wieder in Präsenz treffen werden, aber sicherstellen werden, dass Sie alle auch online mit dabei sein können. Ja, die liberale Weltordnung in der Krise, das war das Thema, das wir heute gemeinsam mit Dr. Röttgen über den Vortrag gesetzt haben, und zeitlich besser hätte man es ja gar nicht hinbekommen können, denn allein die letzte Woche war ja voll von Begegnungen, von Gesprächen, von vielleicht angedeuteten Veränderungen, sodass alles das einzuordnen sicherlich eine spannende, abendfüllende Aufgabe ist. Und deswegen freue ich mich, das aus berufenem Mund später auch hören zu dürfen. Durch den Abend wird mein Kollege Ulrich Lechte führen. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und Vorsitzender des Unterausschusses im Deutschen Bundestag des Vereinten Nationen. Ein Kollege aus Regensburg, der sehr lange, sehr intensiv auch schon mit mir und mit der ganzen Stiftung zusammenarbeitet. Lieber Uli, ich bin ganz froh und dankbar, dass du mit Carsten Klein die Aufgabe übernommen hast von dem langjährigen aktiven Hildebrecht Braun, die Nürnberger Sicherheitsgespräche weiterzuführen, fortzuführen, weiterzuentwickeln. Und bei der Anmeldelage funktioniert das anscheinend schon ganz gut. Es ist immer ganz wichtig, dass wir als Stiftung nicht allein machen, sondern einen breiten Kreis an Trägerverbänden, Vereinen, einen breiten Trägerkreis haben. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass für den Deutschen Bundeswehrverband der Landesvorsitzende Gerd Schulz heute mit dabei ist, für die Deutsch-Atlantische Gesellschaft Michael Simon, für die Gesellschaft für Sicherheitspolitik Dietmar Paun, für die Clausewitz-Gesellschaft Brigadegeneral AD Gerhard Schulz und für die Nürnberger Zeitung, der Chefredakteur Stefan Sohr, der im Anschluss dann auch noch ein Grußwort für den Trägerkreis halten wird, und für den Reservistenverband Landesgruppe Bayern, den Landesvorsitzenden Clemens Prosig, den ich aus anderer Tätigkeit auch aus Bayreuth hier gut kenne, und Herr Professor Eberhard Klein. Das ist eine breite Trägerschaft, das ist eine breite Organisation hinter den Nürnberger Sicherheitsgesprächen, und wir haben die nächsten Tage Zeit ausführlich über die einzelnen sicherheitspolitischen Aspekte der Welt zu diskutieren. Das Online-Format ermöglicht die Teilnahme vieler. Besonders freue ich mich, dass der ehemalige Ministerpräsident des Freistaats Bayern, Herr Dr. Günter Beckstein, mit dabei ist. Ich bin sehr froh und dankbar, dass Katja Hessel, die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Finanzen und unsere Nürnberger Bundestagskollegin, heute mit dabei ist und die Nürnberger Sicherheitsgespräche hiermit eröffnet und dann über die nächsten Tage hin begleitet. Die Thomas-Dehler-Stiftung sieht sich in der Tradition ihres Namensgebers, Thomas Dehler, der große bayerische Liberale, aus Oberfranken kommend, der in der dunkelsten Phase der Bundesrepublik Deutschland Haltung bewiesen hat. Er ist den Verlockungen der Nationalsozialisten nicht erlegen. Er hat sich nicht von seiner jüdischen Frau getrennt. Er hat jüdische Verfolgte als Rechtsanwalt vertreten, sodass er selber ins Gefängnis kam, auf den Todeslisten der Nazis stand. Aber alles das hat ihn geformt, gestählt, den Rücken gestärkt, sodass er dann als erster Justizminister der Bundesrepublik Deutschland und vorher schon als einer der Väter unseres Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung aktiv war und die Rechtspolitik immer in ihrem Spannungsbogen zwischen Freiheit und Sicherheit gesehen hat. Und Freiheit und Sicherheit, das ist auch das Thema für unsere
liberale Weltordnung. Wir wollen eine Welt, in der wir frei leben, aber auch eine Welt, in der wir sicher leben. Und das heute zu diskutieren, zu schauen, wo sind wir gut Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs angekommen, ist wirklich eine abendfülle Aufgabe, die wir Ihnen, lieber Herr Dr. Röttgen, mit auf den Weg gegeben haben. Ich danke Ihnen für die große Teilnahme, die wir heute Abend sehen, und ich freue mich auf viele weitere Begegnungen bei den Nürnberger Sicherheitsgesprächen oder bei anderen Veranstaltungen der Thomas-Dieler-Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und ich darf jetzt das Wort übergeben als Sprecher für den Trägerkreis der Nürnberger Sicherheitsgespräche, Herr Stefan Sohr. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Wir haben technische Probleme. Verstehen Sie die einigermaßen? Leider nein. Reden Sie. Leider nein. Okay, das ist natürlich schade. Ich tue trotzdem mein Möglichstes, was ich tun kann. Das wird nicht besser, vermutlich. Leider, Herr Sohr, ist es so, dass Ihre Sprache sehr, sehr verhackt ankommt, als wenn wir eine schlechte Leitung zu Ihnen hätten. Falls die Technik das im Hintergrund noch hinbekommen sollte, dann werden wir Ihr Grußwort nachziehen. Und dann würde ich jetzt vorschlagen, dass ich überleite zu Herrn Dr. Röttgen und mich auch sehr, sehr freue als Leiter der Nürnberger Sicherheitsgespräche. Derzeit ja Gespräche, weil wir es online machen. Ansonsten war das ja in den zuvor laufenden 26 Jahren. Es ist heute die 27. Festveranstaltung, die es zu den Nürnberger Sicherheitsgesprächen gibt. Und früher war es die Tagung, geleitet von Hildebrecht Braun, der das netterweise an mich übergeben hat. Und Hildebrecht Braun dürfte Herrn Dr. Röttgen auch noch ein Begriff gewesen sein, weil sie nämlich beide 1994 gleichzeitig in den Deutschen Bundestag eingezogen sind. Und Herr Dr. Röttgen ist damit auch 23 Jahre länger im Geschäft in Berlin, wie meiner einer das ist. Dr. Röttgen war auch schon Bundesminister, bekannterweise, und ist seit 2014 der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages. Diese haben einen unwahrscheinlich tollen Zugriff, nämlich auf sehr viele Delegationen aus anderen Ländern dieser Welt. Und Herr Dr. Röttgen ist damit ein extremer Kenner der gesamten Weltpolitik, auch immer wieder selber in der Welt unterwegs, um dort entsprechend Kontakte für Deutschland wahrzunehmen. Und dementsprechend erwarte ich mir ein wahres Feuerwerk heute Abend und bin sehr, sehr dankbar, dass er auf meine Bitte hin sich heute Abend die Zeit genommen hat, um mit uns zunächst einmal in dem Vortrag seine Sichtweisen zu teilen und gleichzeitig danach auch noch für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es die berühmte F&A-Funktion hier bei Zoom, wo Sie selber Fragen eintippen können. Leider ist es nicht möglich, dass Sie selber hier sprechen können. Und wir werden dann Ihre Fragen entsprechend im Anschluss an den Festvortrag von Herrn Dr. Röttgen und der Hoffnung, dass Herr Sohr dann sein Grußwort nachholen kann, dann entsprechend aufnehmen und mit Herrn Dr. Röttgen Ihre Fragen dann noch diskutieren. Wir streben ein Ende so gegen 8:30 an. Wenn es 8:45 wird, werden wir auch das schaffen. Und ich danke Ihnen allen für Ihr großes Interesse. Und es freut mich ganz, ganz riesig, dass ich heute Abend zwei Ausschussvorsitzende hier dabei habe, mit Katja Hessel und Herrn Dr. Röttgen vom Deutschen Bundestag. Das ist bei 23 Ausschüssen auch nicht selbstverständlich. Und dass Herr Dr. Beckstein heute Abend dabei ist. Ich wohne auch schon seit 1996 in Bayern. Ist natürlich auch ein großes Ding, weil ein Ministerpräsidenten AD hat man ja auch nicht aller Tage bei seinen Veranstaltungen dabei. Dementsprechend alle anderen, die heute Abend hier dabei sind, unter anderem auch die Botschafterin AD aus Nordkorea, allen Ihnen herzlichen Dank, dass Sie es eingerichtet haben und nun feuerfrei für Herrn Dr. Röttgen und für seinen Vortrag. Vielen Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich, lieber Herr Lechte, für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und digital zu Ihnen gekommen. Und für mich ist das eine große Ehre, dabei zu sein. Ich darf auch Sie, Herr Hacker, ganz herzlich begrüßen. Herr Sohr, schön, dass Sie dabei sind. Frau Kollegin Hesse, es freut mich, dass Sie dabei sind. Und dass Günter Beckstein sogar sich heute Abend Zeit nimmt, ist natürlich für mich großartig. Wir sind alle dadurch geehrt, dass Sie dabei sind, lieber Herr Beckstein. Ich möchte auch die Mitveranstalter der Nürnberger Sicherheitsgespräche herzlich begrüßen. Das ist eine breite Community
die diese traditionelle Veranstaltung prägt. Und ich finde das großartig, dass das so viele zusammen so andauernd schon auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich, Herr Lechte, dass wir das jetzt in gewisser Weise gemeinsam bestreiten können. Wir arbeiten im Auswärtigen Ausschuss zusammen. Sie sind Vorsitzender des Unterausschusses, eines Unterausschusses. Und ich glaube, dass wir in wechselseitiger Wertschätzung, Respekt und Sympathie zusammenarbeiten über Fraktionen hinweg. Und das freut mich darum sehr, dass wir das, was wir an parlamentarischer Arbeit verbinden, heute Abend bei dieser hochgeschätzten, hochrespektablen Veranstaltung gemeinsam einbringen können. Also nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit bieten, hier ein paar Gedanken vortragen zu dürfen und auch vor allen Dingen dann mit Ihnen sprechen zu dürfen. Zu einem breiten, anspruchsvollen, großen Thema, klar, wenn die Dehler-Gesellschaft und Clausewitz und Bundeswehr und wer alles dabei ist, dann muss man das mal aus einer Gesamtperspektive betrachten. Und es ist auch absolut angemessen, diese Perspektive zu wählen, die liberale Weltordnung in der Krise. Ich möchte damit beginnen, indem ich mich mit dem Titel ein bisschen beschäftige, weil wenn etwas in der Krise ist, dann unterstellt man ja, dass es auch existiert, die liberale Weltordnung. Und dazu habe ich eine ambivalente Antwort. Einerseits existiert sie und andererseits hat sie noch nie existiert. Denn in der ganzen, also jedenfalls, wenn wir von dieser Weltordnung reden, dann reden wir von etwas, was sich entwickelt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht also um die Nachkriegsordnung. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat man noch nicht von einer liberalen Weltordnung gesprochen, auch nicht zu Völkerbundzeiten nach dem Ersten Weltkrieg. Es ist also ein Produkt der Nachkriegsordnung, über die wir überhaupt reden. Aber damit ist schon klar gesagt, dass es eigentlich niemals eine Weltordnung war, in dem Sinne, dass sie sich alle zu eigen gemacht haben, dass die liberale Idee die Welt regiert hat. Denn die Nachkriegsordnung war ja, wenn man das so sagen kann, überhaupt eine Ordnung der Rivalität, der Konfrontation. Es war eben der Kalte Krieg und der Krieg hatte ganz gewiss nicht das Akzeptieren gemeinsamer Werte als Basis. Nun kann man sagen, der Kalte Krieg hat eben 40 Jahre gedauert und 89, 90, da schien sich jedenfalls so etwas wie eine unipolare Ordnung herausgebildet zu haben. Der Sieg des Liberalismus, des Westens, der Untergang des Warschauer Paktes, der Kollaps der Sowjetunion und schon im kantischen Sinne, nämlich in dem Sinne des ewigen Friedens, der seine Ewigkeit daher bezieht, dass man als Demokratien in den wesentlichen Werten übereinstimmt, schien es ja, als wäre jedenfalls in Europa die Lehre verstanden worden aus der blutigen Hälfte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Hälfte der Weltkriege, des Nationalismus, des Militarismus, dass eine Friedensordnung gegründet worden ist, eine europäische Friedensordnung als die große historische, moralische, politische Lehre aus dem Scheitern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber wie wir jetzt wissen, seit einigen Jahren, seit vielleicht 6, 7 Jahren, seit 2014, nämlich der grundlegenden Änderung der russischen Außenpolitik, die Ewigkeit dauerte dann doch nur ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre, vielleicht von 89 bis 2014, seither peu à peu und nicht in einer Kausalkette, aber hat es Ereignisse gegeben, die nicht mehr erlauben, nicht mal bezogen nur auf Europa, von einer Friedensordnung, die von gemeinsamen Prinzipien und Werten geprägt ist, zu sprechen. Und wirklich akzeptiert wurde die liberale Ordnung weltweit auch in diesen 25 Jahren niemals. Seit dem Amtsantritt von Xi Jinping mehr und mehr, aber natürlich auch schon vorher, wurden von China
dessen Macht immer mehr gewachsen ist, dessen Aufstieg vorangeht, seit Jahrzehnten, in den letzten Jahren immer mehr, auch was das Gebiet der Außenpolitik und den Machtanspruch jenseits seiner Grenzen anbelangt, wurde es von China, diesem immer mächtiger werdenden Staat, nie. Also eine liberale Weltordnung, die die Welt regiert hat, die hat es so nie gegeben. Aber es gibt die Idee. Es gibt mehr als eine Idee. Es gibt die Idee des Liberalismus, die sich ausprägt und konstituiert wird durch zwei Kernideen ihrerseits, nämlich die Idee des Rechts und dass das Recht die Beziehungen der Staaten untereinander regeln soll und dass der Kernbestand, der materielle Kernbestand des Rechts als Regelungsprinzip, auch als Konfliktregelungsprinzip, die Idee der Menschenwürde ist, die jedem Menschen eignet und darum auch die Grundlage der Gleichheit der Menschen ist, untereinander die Grundlage der Freiheit ist, weil sie in der Würde wurzelt und auch die Grundlage von Demokratie als dem einzigen Prinzip, das der Gleichheit in Würde jedes einzelnen Menschen und in Freiheit gerecht wird. Also die Kernideen von Recht und Menschenwürde als tragende Werte und Prinzipien der liberalen Ordnung, die wurde in den großen Vertragswerken der Nachkriegsordnung, der UN-Charta, auch der Erklärung der Menschenrechte und anderen grundlegenden Rechtstexten zugrunde gelegt. Als präziser gesagt, die Ordnungsidee des Westens. Des Westens, der USA europäisch inspiriert. Aber da kommen wir schon zu dem, was die Krise ausmacht. Es sind vor allen Dingen zwei große Faktoren, die diese Ordnung des Westens, die völkerrechtliche Nachkriegsordnung als eine Ordnung des Westens heute in die Krise führen, in eine Situation der grundlegenden Herausforderung führen. Das eine ist, die Nachkriegsordnung ist zu Ende. Das Signum unserer Zeit ist, dass wir in einer historischen Zwischenepoche leben. Ein großer Zyklus, nämlich die Nachkriegsordnung, ist zu Ende. Ob 89, 90 oder nach meiner privaten historischen Zählweise eben 25 Jahre später. Aber wir leben nicht mehr in dem Ordnungsgefüge des Kalten Krieges oder der Zeit nach dem Kalten Krieg, sondern sowohl in Europa und darüber hinaus in einer anderen Ordnung. Diese andere Ordnung ist noch nicht da. Wir sind eben in der Zwischenphase, in der es zu einem Wiederauftreten des Konfliktes, des Machtkonfliktes von großen Staaten kommt, die Auflösung bisheriger Ordnungen sichtbar wird, die Großstaaten, Großmächte bedeutender werden und vor allen Dingen dabei sind, je nachdem, wie sie strukturiert sind, ob als Demokratien oder autoritär-diktatorische Staaten, mit unterschiedlichen Mitteln, die letztere unter Anwendung aller zur Verfügung stehenden Mittel ohne jeden Vorbehalt, was Attacken, Gewaltanwendung, Kriegsführung, Manipulationen, Falschbehauptungen anbelangt. Unter Einsatz aller Mittel wird daran gekämpft und ist umkämpft, was die neue Ordnung prägt und wer welche Anteile daran hat. In dieser Phase von Unsicherheit, Verunsicherung und internationalem Kampf um die neue internationale Machtarchitektur, in dieser Phase leben wir. Dass es eine Zwischenphase ist, heißt nicht zwingend, dass sie kurz sein muss. Sie kann auch eine Generation dauern. Ich weiß es jedenfalls überhaupt nicht, wie lange sie dauert. Ich weiß nur, dass es eine Phase ist, in der etwas ausgekämpft wird, was darauf abzielt, eine neue Struktur von Ordnung zu etablieren. Und der zweite große Faktor, der in dieser Zwischenperiode
zur grundlegenden und ernsthaften und machtvollen Herausforderung der liberalen Ordnung führt, das ist China. China hat inzwischen nicht nur die Fähigkeit, sondern vor allen Dingen den Willen entwickelt, die Essenz, die ich eben auch beschrieben habe, der liberalen Ordnung als herauszufordern, weil China völlig zu Recht sagt und beklagt, diese Ordnung des Westens als Nachkriegsordnung ist eine Ordnung, die geschaffen und begründet wurde, als China so schwach auch und vor allen Dingen durch eine westliche Politik der Erniedrigung, der Kriege und der Verdrängung Chinas entschieden wurde, sodass für China diese Nachkriegsordnung des Westens keine Gültigkeit und Akzeptanz hat. Es sind nicht chinesische Werte, sie reflektiert nicht den Stellenwert Chinas heute in den internationalen Beziehungen. Das kann China auch übrigens mit gutem Recht behaupten. Aber China beklagt das nicht nur in einem historischen Sinne, sondern China ist nicht einverstanden mit dem Kern dieser liberalen Ordnung, der aus den beiden Teilen der Herrschaft des Rechts und der Idee der Menschenwürde, der Überzeugung der Menschenwürde basiert. China glaubt nicht, dass das Konzept der individuellen Menschenwürde ein überlegenes und akzeptables Konzept ist, sondern setzt kollektive Werte an die Stelle der Überzeugung der individuellen Würde. Und China akzeptiert nur selektiv und nur bis zu einem bestimmten Punkt die Regelung internationaler Beziehungen durch Völkerrecht, nämlich bis zu dem Punkt, in dem das internationale Recht auf die von China definierten chinesischen Interessen trifft. Wenn also etwa von der internationalen Gemeinschaft die Behandlung von ethnischen Minderheiten wie der Uiguren, etwa durch Einkasernierung, Zwangsarbeit und Zwangssterilisierung und anderer menschenrechtswidriger Verhaltensweisen reklamiert wird als Menschenrechtsverletzung, dann trifft das dem chinesischen Verständnis gegenüber, dass diese Frage eine interne Frage der chinesischen Gesellschaft und der Wahrung des Einheits des chinesischen Staates ist. Sobald eine Frage als Frage des chinesischen Eigeninteresses und des Selbsterhaltes vor allem identifiziert ist, gibt es kein Völkerrecht, sondern dann verkehrt sich der völkerrechtliche Anspruch auch der Menschenrechte in eine Verletzung chinesischer Souveränität und auch Verletzung des Stolzes und des Respektes, den das chinesische Volk verdient. Das Gleiche trifft auf die Definition des Konfliktes im südchinesischen Meer, ein Meer, das dem internationalen Handel dient, auf dem der internationale seerechtliche Grundsatz der Freiheit der Meere gilt, oder etwa auch die Frage von Hongkong als eine in einem internationalen, bei der UN hinterlegten Vertrag geregelte Frage darstellt sich, nämlich wo in diesem Vertrag das Prinzip geregelt ist, ein Land und zwei Systeme. Wenn das zweite System die Einheit des Landes und seine Prinzipien gefährdet, dann ist das eine interne Frage. Und natürlich ist Taiwan und der Anspruch auf Wiedervereinigung mit Festland China eine absolute Grundlagenfrage der staatlichen Einheit, so wie Deutschland das auch reklamiert hat, die Einheit der beiden deutschen Staaten. China hat die Fähigkeit, und zwar die ökonomische, technologische, politische und zunehmend militärische Fähigkeit, diesen ganz gegensätzlichen Anspruch, wie internationale Ordnung geregelt werden soll, zu behaupten. Und China hat den Willen begründet, dies konsequent zu tun und auch jeden Anspruch auf irgendein Mitreden an internen Angelegenheiten durch
das Instrument von Menschenrechten oder internationalem Recht zurückzuweisen. Der Gegensatz zur Regelung von Staatenbeziehungen durch Recht ist das Prinzip der Regelung von Staatenbeziehungen durch das Interesse von Staaten, geregelt durch die Macht, mit der Staaten Interessen durchsetzen können. Es ist der Konflikt zwischen Herrschaft des Rechts oder die Herrschaft des Stärkeren, der das Recht für sich reklamieren kann. Das ist ein grundlegender neuer Konflikt, mit dem wir es zu tun haben. Durch diesen Konflikt ist in diese Zwischenphase ein neues Paradigma eingeführt worden durch China und angenommen umfassend durch die Vereinigten Staaten von Amerika, nämlich das eines umfassenden Wettbewerbs. Es geht um einen umfassenden, fundamentalen Wettbewerb, um die Frage, was und wer regelt internationale Beziehungen, als die politische Wettbewerbsfrage, die entschieden wird, nach meiner Einschätzung, am allermeisten auf dem Gebiet der Technologie. Das Land, die Region, der Staatenverbund, dem es gelingt, in diesem technologisch geprägten Zeitalter Technologieführung zu behaupten und industriell umzusetzen, wird das Land oder der Staatenverbund sein, der auch über die Regeln bestimmen wird. Gleichzeitig, neben dieser Krise, nämlich dem Herausgefordertsein der liberalen Idee als Regelungsidee, als internationale Regelungsidee zur Regelung der Beziehungen zwischen Staaten, ist aber auch die liberale Idee innerhalb der demokratischen Staaten unter Druck geraten. Wir erleben es überall durch Populismus, durch Falschbehauptungen, Fake News, das nicht mehr unterscheiden können zwischen Wahrheit und Falschheit, Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen, Manipulationen. Wir erleben in dieser Zwischenphase der großen Verunsicherung zwei große Treiber von Veränderung, die unsere demokratischen Gesellschaften durcheinander schütteln. Zum einen die revolutionäre Veränderungskraft der Technologien und zum zweiten die eben auch schon geschilderte fundamentale Veränderung der Geopolitik, die in diesem Zeitalter stattfindet. Das schüttelt unsere demokratischen Gesellschaften durcheinander. Menschen fühlen eine große Verunsicherung, mal ökonomisch, mal kulturell, mal ganz individuell. Und das Produkt ist, dass die demokratischen Gesellschaften weltweit in Europa, genauso wie in den USA, die Gleichzeitigkeit von politischer Fragmentierung der Parteien und politischen Landschaft und Polarisierung erleben. Eigentlich gibt es eher nur eins oder das andere, dass Polarisierung und Fragmentierung gleichzeitig auftreten in den politischen und Parteienlandschaften, ist schon als ein Krisensymptom zu werten. Die Symptome sind dann jeweils unterschiedlich und drücken sich nach historischen und nationalen Besonderheiten aus. Mal ist es Brexit, mal ist es Trump, mal sind es linkspopulistische Parteien, Cinque Stelle in Italien, rechtspopulistische Parteien in anderen. Die Mitte kommt unter Druck, die Bereitschaft zum Kompromiss, Vernunft, Maß und Mitte sind im Wettbewerb zu den einfachen Antworten, die angeboten werden. Also ein doppelter Wettbewerb. Innerhalb der demokratischen Gesellschaften der Wettbewerb zwischen den Mühsamkeiten, die das vernünftige Aushandeln in der Gesellschaft mit dem Ziel des Kompromisses gegen das Angebot der einfachen Antworten und der starken Person, die die einfache Antwort durchsetzt, darbietet, und auf internationalem Gebiet der Wettbewerb um die Frage, wer löst eigentlich die Probleme besser? Sind es nicht in Wahrheit die autoritären bis diktatorischen Staaten, die in diesen komplizierten Situationen zu Lösungen kommen, oder sind es die komplizierten, langsamen demokratischen Staaten? China jedenfalls
macht diese Wettbewerbsfrage, wie jüngst auch in der Pandemiepolitik gesehen und beobachtet werden konnte, zu einem überragenden, definierenden Thema seiner Außenpolitik. Um auf den Westen zu sprechen zu kommen, die USA als das einzige Land auf dieser Erde, das in der Lage ist, nicht nur seine eigenen Interessen, wenn es will, international zu vertreten, sondern als das einzige Land, das in der Lage und nun wieder unter Biden willens ist, internationale Ordnung zu gestalten, zu stiften, ist von dieser Herausforderung ganz und gar geprägt. Die USA sehen China als das definierende Thema ihrer Außenpolitik, das auch für die Allianzen und Partnerschaften gegenüber anderen für die USA ganz entscheidend ist. Die USA haben einen Rollenwechsel durchlaufen und auch das ist eine Veränderung, die auf die liberale Ordnung und ihre Verteidiger Auswirkungen hat. Und darum will ich über die USA ein bisschen noch sprechen, bevor ich zu Deutschland und Europa komme. Die USA haben eine Zeit des Trumpismus, des Populismus durchgemacht. Trump ist weg, aber der Trumpismus in den USA noch gar nicht. Es ist ein zutiefst politisch gespaltenes Land. In allen, sobald es zu politischen Wertungen kommt, im weiteren Sinne, der Einfluss auch von religiösen Wertungen, ist dieses Land praktisch in der Hälfte gespalten, was eine grundlegende Schwächung und Gefährdung auch der außenpolitischen Handlungsfähigkeit ist. Ein Land, das dauerhaft unter dieser Spaltung leiden sollte, würde auch die Erosion seiner außenpolitischen Handlungsfähigkeit sehen. Im Übrigen, China und Xi Jinping sind ganz überzeugt, wahrscheinlich sogar ganz ehrlich, nicht China, aber Xi Jinping und die Führung überzeugt davon, dass die USA ein Land in Decline, im Niedergang ist und sie sind von dem eigenen Aufstieg ganz selbstbewusst überzeugt. Die Psychologie, die eigene psychische Verfassung spielt selbstverständlich auch in diesen internationalen Beziehungen und in diesem Wettbewerb eine erhebliche Rolle. Die USA unter Biden, also unter Abwendung mit knappster Mehrheit von Donald Trump, hat neue Prioritäten, die auch in der Außenpolitik und für die liberale Ordnung entscheidend sind. Die erste Priorität der USA ist zu Hause. Die großen Aufgaben, die zu Hause zu erledigen sind, die wirtschaftliche Entwicklung, die Förderung der Staaten, die noch geprägt sind von alten Industrien, von einer beachtlichen Arbeitslosigkeit, der sogenannte Rust Belt, die große Ungleichheit zu beseitigen, die Folgen der Pandemie und der Rezession. Die Nummer eins Aufgabe von Joe Biden ist es, das Land wirtschaftlich wieder zu entwickeln. Build back better ist das Leitmotiv und an der Überwindung der Spaltung zu arbeiten. Dafür werden große Ressourcen gebraucht. Ein Multibillionen-Dollar-Förderprogramm, wie es das noch nie gegeben hat, auch nicht im New Deal oder in der Great Society, der beiden großen sozialpolitischen Programme zweier früherer Präsidenten, die jetzt praktiziert werden. Und damit ist ein limitierender Faktor in den USA auch in die US-amerikanische Außenpolitik eingezogen. Biden knüpft an die beste Tradition der amerikanischen Nachkriegsaußenpolitik wieder an, im Stil, wir sind Kinder eines Geistes mit denjenigen, die jetzt die amerikanische Außenpolitik machen. Wir Europäer, Deutsche, Liberale, Christdemokraten. Aber dieser limitierende Faktor, der ist signifikant. Die USA werden und können nicht mehr der überall zuständige, einsatzbereite, einsatzfähige Ordnungshüter auf dieser Welt sein. Keine Frage. China zweitens ist das definierende Thema, die Top-Priorität, nach der sich alles ausrichtet. Das heißt drittens,
Europa und seine Nachbarschaft sind nicht mehr diese Top-Priorität, wie sie es im Kalten Krieg gewesen sind. Das entscheidende Konfliktfeld des Kalten Krieges war Europa. Und alles andere hat sich an diesem Konflikt, dessen Hauptaustragungsort Europa war, eben orientiert. Das ist heute anders geworden. Wir haben es erlebt bei dem Abzug, sehr zügigen Abzug, praktisch im Zeitplan von Donald Trump, der amerikanischen Truppen aus Afghanistan, ohne Konsultation mit den Alliierten. Wir konnten es beobachten, den Bedeutungsschwund der Region Europas, wenn ich das so sagen darf, in dem Verhalten der US-Administration in dem jüngsten gewaltsamen Wiederauftreten des klassischen Nahostkonfliktes Israel-Palästina. Sowohl das begrenzte Engagement wie aber auch begrenzte Möglichkeiten in der Selbstwahrnehmung, in der realistischen Selbstwahrnehmung der USA, was dort zu machen ist. Das führt mich zu den Konsequenzen. Was heißt denn das alles dann für Deutschland und Europa? Denn wir wollen ja nicht nur Betrachter der Welt sein, wir sind ein Akteur dieser Welt, wollen es jedenfalls sein. Und wir fühlen uns und sind zugehörig zu der liberalen Ordnung und zum Westen. Nach meiner Einschätzung bedeutet es, dass das Paradigma des Wettbewerbs um diese Ordnung genauso für uns gilt. Wir können natürlich versuchen, uns herauszuhalten. Wir müssen nur wissen, dass das Heraushalten auch eine Entscheidung ist, nämlich die, keine selber zu treffen und anderen es zu überlassen und nicht zu einem Akteur in der Gestaltung von Ordnung zu werden. Und dann auch kein Akteur zur Vertretung eigener Interessen zu sein. Wir sind nicht dritte Partei. Wir sind Teil der liberalen Ordnung. Wir sind ein demokratischer Rechtsstaat mit liberalen Werten, der von der Überzeugung der gleichen Würde und Freiheit für jeden Menschen geprägt ist. Und darum geht es darum, unsere Prinzipien, die wir für richtig halten, die wir als Prinzipien der Toleranz und der Voraussetzungen für die Friedlichkeit des Zusammenlebens betrachten, auch zu vertreten und zu verteidigen. Darum glaube ich, dass es gegen den autoritären Anspruch, dass nicht das Recht, sondern das Recht des Stärkeren gilt, das wichtigste Prinzip ist, gemeinsame Stärke zu organisieren, um auf dieser Basis mit denjenigen, die Stärke bilden, auf der gegenüberliegenden Seite, um mit diesen Staaten kooperieren zu können, in einem friedlichen und nicht missionarischen Sinne. Auf Deutsch gesprochen heißt das, ich glaube, dass weder die USA alleine stark genug sind, noch Deutschland oder Europa gar alleine stark genug sind, gegenüber einem ökonomischen, technologischen und machtpolitischen Anspruch Chinas erfolgreich zu sein, sondern das erste Gebot der Verteidigung der liberalen Ordnung ist gemeinsame Stärke derjenigen, die diese Ordnung verteidigen wollen. Ich plädiere also für eine transatlantische Gemeinsamkeit in der Verteidigung dieser Stärke, in der Selbstbehauptung unserer Art zu leben oder, um es operativer zu sagen, für einen transatlantischen Ansatz, also einen deutschen, in Europa integrierten und dann einen europäisch-amerikanischen Ansatz, wie wir uns gegenüber China aufstellen. Umfassend, von der Klimapolitik über Technologiepolitik bis hin zu Sicherheitsfragen und der Kooperation auf diesem Gebiet. Das bedeutet auch der Anspruch Deutschlands und Europas, auf das transatlantische Verhalten gegenüber China Einfluss zu nehmen. Wir sind nicht und können nicht sein für eine bipolare Weltordnung als die Ordnung, die wir anstreben. Wir wollen auch keinen neuen Kalten Krieg des 21. Jahrhunderts. Aber das Prinzip von Stärke als Basis der Kooperation, das sollte das Prinzip transatlantischer Politik gegenüber China sein. Wenn wir diese Ordnung verteidigen und behaupten, unsere Art zu leben behaupten wollen, dann gilt das natürlich zuerst oder auch im Weiteren für unseren eigenen Kontinent, für unsere eigene Europäische Union und ihre Nachbarschaft.
Und auch hier gilt, was ich eben sagte, der Fokus der USA wird schwenkt und hat schon begonnen, sich mehr und mehr wegzubewegen von Europa und seiner Nachbarschaft auf den Indopazifik im Allgemeinen und China im Besonderen. Die Geografie ändert sich aber nicht. Die östlichen Nachbarn bleiben unsere Nachbarn. Ukraine, Belarus, Georgien und auch unsere südlichen Nachbarn, nur durch das kleine Mittelmeer getrennt. Der Nahe und Mittlere Osten, die gesamte Levante, Nordafrika. Von den USA ist diese Region einen Ozean entfernt, von uns nur durch das kleine Mittelmeer. Und darum müssen wir verstehen, dass diese Zeit uns herausfordert, dass wir uns um uns selber, unsere Sicherheit und die Stabilität unserer Nachbarschaft weit mehr engagieren müssen, als das bislang der Fall ist. Ich glaube, dass hier unsere Selbsterkenntnis, aber auch die amerikanische Erwartung ist, dass es zu einer echten Partnerschaft mit den USA kommt. Auch hier gilt, dass auf neue und noch nicht dagewesene Weise nach dem Zweiten Weltkrieg wir gemeinsam in diesen Regionen etwas erreichen können. Aber nur, wenn wir Europäer unsere Rolle von einem Trittbrettfahrer zu einem Gestalter verändern. Ein letztes Wort dann darum, wer sind denn dann die Europäer? Sind das die 27, die in einer Vergemeinschaftung der Europäischen Union mit einer Stimme Außenpolitik machen, wie das in der Handelspolitik ist und wie wir und wodurch wir zu einer handelspolitischen Weltmacht geworden sind? Das mag man wünschen, auch darüber wäre zu diskutieren, weil es ja dann von einer europäischen Staatenbildung, weil es, glaube ich, europäische Staatenbildung, also die Bildung eines europäischen Staates implizierte. Wir werden es jedenfalls in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht erleben. Wir reden seit 5 Jahren von der stärkeren Europäisierung der Außenpolitik, die EU, Europa als außenpolitischer Akteur. Das Resultat ist, dass wir heute schwächer, uneiniger sind als noch vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren. Darum, glaube ich, werden wir in der Dringlichkeit des Handelns nicht ein EU-27-Format erleben. Und trotzdem bleibt es die Stunde Europas. Das, was deutsche Außenpolitik aus meiner Sicht daraus schlussfolgern sollte, ist, dass wir andere, möglicherweise flexible Formate europäischen Handelns initiieren, weil es so entscheidend auf die deutsche Rolle ankommt, zusammen mit anderen, immer offen gegenüber allen, immer engst abgestimmt mit Brüssel und dem Hohen Beauftragten für die Außenpolitik. Aber wir müssen starten mit einer Gruppe von Staaten, in einem europäischen Staatenformat, um uns, um unsere eigene Sicherheit, die in unserer Nachbarschaft und um gemeinsame Strategien mit den USA diese zu gestalten, um selber Gestaltungsmacht zu werden in einer Zeit, in der Ordnung nicht nur im Fluss ist, sondern aktiv herausgefordert wird und Vorschläge gemacht werden, die Idee des Rechts und die Idee der Menschenwürde zu ersetzen durch die Idee der Macht und den Vorrang des Kollektivs, das der Macht von Führungseliten dient. Darum geht es, um eine wirklich historische Frage und darum, ob wir das behaupten können, worum es uns geht, unsere Art zu leben, zu behaupten, zu verteidigen und dabei gleichzeitig dem Frieden in der Welt und dem Zusammenleben der Staaten zu dienen. Dass man darüber diskutiert, eine Einschätzung über Gefahren und Möglichkeiten hat, das ist nicht nur wünschenswert, sondern wirklich notwendig. Und darum möchte ich meinen Beitrag schließen mit dem Dank an die Nürnberger Sicherheitsgespräche, dass sie in einer Tradition schon sich diesen Fragen zuwenden. Und darum in der Zeit, in der wir jetzt stehen, glaube ich, besonders bedeutsam und notwendig sind. Nochmals vielen Dank, dass ich eingeladen war, daran auch teilzunehmen. Vielen Dank.
Ja, wir haben zu danken, sehr geehrter Herr Dr. Röttgen, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen, um auch für uns zur Verfügung zu stehen. Und Ihr Beitrag hat natürlich sehr, sehr viele Fragen hervorgerufen. Ich hätte auch sehr viele Fragen, aber natürlich moderiere ich heute Abend und wir wollen versuchen, so viele als möglich der Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Ich kann Ihnen als kleine Grundlage geben. Graf Lambsdorff hat im vergangenen Jahr Ihren Festvortrag vorgestanden und hat das letztes Jahr übernommen und da haben wir 34 Fragen beantwortet. Das heißt, wenn wir es kurz und knackig halten, dann machen wir viel mehr Menschen glücklich, als wenn wir zu tief einsteigen. Deswegen fange ich auch mit einem kleinen Quickie in Anführungszeichen an, der eigentlich auf den Schluss von Ihrer Rede eingegangen ist, aber ganz am Anfang schon gestellt wurde. Der Teilnehmer Martin Exner würde nämlich gerne etwas tiefer einsteigen in Ihrer Ansicht bezüglich, wird die liberale Weltordnung als Wertegemeinschaft denn überhaupt unter unseren Partnern in einem gemeinsamen Verständnis gesehen? Zum Thema NATO hat er die Türkei als Beispiel genannt und bei der EU die leider immer wieder oft tauchenden Staaten Polen und Ungarn. Also ich soll ja schnell sein auf schwierige Fragen. Die Türkei hat sich unter Präsident Erdogan als Regierung von dieser gemeinsamen Wertebasis verabschiedet. Es bleibt eine Wechselbeziehung von Interessen zur Türkei, Türkei zu uns, wir zu der Türkei. Und es ist nicht egal für uns, sondern sicherheitspolitisch hochrelevant, wie sich die Türkei weiterentwickelt, wie sie sich in der Region, in der arabischen Region des nahen Mittleren Ostens und auch in Nordafrika, etwa Libyen, verhält. Darum, glaube ich, ist auch hier Klugheit, aber auch Realismus geboten. Und wir haben, ich habe es eben ja auch gesagt, auch in den demokratischen Staaten und auch den Mitgliedstaaten der Europäischen Union genau diese Kämpfe auszufechten. Und wir haben den Leitspruch von Viktor Orban ja gehört, dass es darum gehe, um die Auseinandersetzung zwischen der Idee der liberalen Demokratie, das ist Europa, oder der illiberalen Demokratie. Das ist die Herausforderung von innen an die liberale Idee Europas, die von Orban ganz aktiv, aber von manchen auch in der polnischen Regierungspolitik leider praktiziert wird. Ja, wir haben diesen Kampf auch innerhalb Europas und in den demokratischen Staaten Europas auszufechten. Und wir dürfen nie einen Fehler machen, weder in der Türkei noch in Ungarn oder Polen. Die Regierungen mit den Gesellschaften und den Völkern zu verwechseln. Denn es gibt jeweils starke Kräfte, die für diese liberale Idee, die wir teilen, kämpfen. Deswegen ist es auch immer unser Ziel, die Zivilgesellschaften diesen Staaten entsprechend zu unterstützen. Gewohnt kritisch, fragt mein Vorgänger im Amte, Hildebrecht Braun, in einem kleinen Kurzstatement mit anschließenden Fragen. Es ist so offensichtlich, dass wir ein zentrales Interesse an einem starken, einigen Europa haben müssen, um international mit unseren Werten bestehen zu können. Warum arbeitet der Auswärtige Ausschuss nicht an einem Katalog von definierten Maßnahmen, die uns schrittweise zu dieser europäischen Einigung führen können? Warum geschieht nicht längst das Gleiche im Hinblick auf die von so vielen angestrebten europäischen Streitkräfte unter einheitlichem Oberbefehl? Weil zu viele Staaten sich eher in die andere Richtung entwickeln. Und weil auch, um es mal kritisch anzusprechen, zwischen Deutschland und Frankreich der außenpolitische Konsens schon mal deutlich, Übereinstimmung von Konsens ganz zu schweigen, Übereinstimmung schon mal viel größer war, als es jetzt der Fall ist. Wir haben entgegen dem, was Kollege Braun befürwortet, in Wahrheit so etwas wie eine Renationalisierung der Außenpolitik. Und wir könnten da in den Ausschüssen der Parlamente Beschlüsse fassen, jede Sitzung. Das würde die Realitäten in den Staaten erstmal nicht verändern. Wir sind ja darum auch zwischen den Parlamenten aktiv. Darum haben wir den gemeinsamen Ausschuss zwischen der Assemblée und dem Bundestag. Darum treffen wir uns so intensiv mit dem Auswärtigen Ausschuss der Assemblée Nationale in Frankreich wie mit keinem anderen. Praktizieren das übrigens auch mit anderen Ausschüssen. Also wir antworten dadurch durchaus mit einer gewissen Parlamentarisierung der Außenpolitik, die auch übrigens notwendig ist, weil heute nicht mehr die Exekutiven und Regierungen die Außenpolitiken einfach oktroyieren können, sondern die müssen gesellschaftlich
mitvollzogen, nachvollzogen werden. Und das ist der eigentliche Punkt, der geleistet werden muss in Deutschland und in Europa. Und das ist auch die bleibende Auseinandersetzung in den USA. Der Trumpismus war die Ansage, wir ziehen uns zurück aus der Welt, weil die Welt sowieso undankbar ist gegenüber dem, was wir doch tun. Und das ist gesellschaftlich immer noch nicht ausgefochten. Es dauert noch an. Vielen Dank. Wir haben zwei Fragen, die jetzt zum Thema Europa, aber im Blick auf China und Russland und vor allem auf Russland gehen. Peter Schafranek fragt nämlich, besteht nicht die Gefahr, dass eine Offensive der Verteidigung der westlichen Werte dazu führt, dass China und Russland sich enger zusammenschließen und es so für den Westen noch schwieriger wird? Und Professor Dr. Grein, den ich auch herzlich begrüßen darf, einer aus dem Trägerkreis, fragt, der ehemalige Bundesminister der Verteidigung, Thomas de Maizière, der, da waren Sie, glaube ich, auch zugegen im Saal, gerade erst seine Abschlussrede im Deutschen Bundestag gehalten hat, hat Russland als Keynote-Speaker beim Petersberger Dialog als strategischen Partner bezeichnet. Teilen Sie diese Einschätzung und wenn nicht, warum? Dass China und Russland zusammenrücken, wäre jedenfalls keine Liebesheirat und es wäre keine Partnerschaft untergleichen, wie Russland völlig klar ist, sondern es wäre ein Zusammenkommen eines Staates, das im Aufstieg ist und eines anderen Staates, das darum kämpft, seinen Platz zu behalten und vor dem Abstieg kämpft, den Abstieg zu vermeiden. Wenn das darum, glaube ich, ist das von beiden Seiten keine strategische Option, von Russland schon mal allemal nicht. Aber das Argument wird ja oft gesagt, um darauf hinzuwirken, dass man sozusagen gegenüber Russland nachsichtiger sein soll, damit nicht China durch Russland und diese Partnerschaft noch gestärkt würde. Das macht noch keine konsistente Russlandpolitik aus, wenn man sozusagen dieses Zusammenkommen dieser beiden Staaten verhindern möchte. Ich kenne das Zitat und die Rede von Thomas de Maizière nicht. Russland ist in seinem Verhalten, das ja in der Art sich weiter steigert. Also die Unterdrückung nach innen und die Aggression nach außen werden immer stärker, trotz der Gesprächsfähigkeit, die jetzt zwischen den beiden Präsidenten wiederhergestellt worden ist. Und auf dieser Basis der militärischen Intervention in anderen Staaten, Völkerrechtsverletzungen in Europa und jenseits, gibt es keine strategische Partnerschaft. Nein, Russland ist definitiv in seiner gegenwärtigen Politik kein strategischer Partner Deutschlands, der EU oder des Westens. Und das ist übrigens auch die Illusion, die Macron seinen Bemühen um ein Reset in den Beziehungen mit Russland zugrunde gelegt hat. Entsprechend fruchtlos ist dieser Ansatz bislang geblieben, und zwar absolut fruchtlos. Heinz Hilgendorf merkt dazu an, wir dürfen als EU neben den USA beim transatlantischen Ansatz nicht unseren NATO-Partner Kanada und Australien als westlichen Wertepartner vergessen. Da wären wir dann natürlich auch gleich bei der Allianz der Demokraten und der Demokratien, die jetzt ausgerufen wurde von Biden und die ja de facto aufbaut auf die Allianz der Multilateralisten, die im Vorfeld von Deutschland unter der Führung von Heiko Maas entsprechend aufgestellt wurde, um der Trump-Administration was entgegenzusetzen. Möchten Sie da kurz drauf eingehen? Ich möchte noch mal betonen, ich habe es nicht ausgeführt, aber es ist klar, der Westen ist keine geografische Standortbestimmung, sondern eine normative Idee. Und darum gehören Japan und Australien und Neuseeland auch zum Westen als einer normativen Idee. Und der zweite Punkt, sagen Sie noch mal kurz, wird Kanada und so weiter und Australien werden nicht vergessen. Und der zweite Punkt Allianz der Demokratie, Allianz der Multilateralismus. Also diese, ich finde es, also es gibt diese, es gibt diese,
diese Konfrontation in der Ordnungsidee internationaler Beziehungen, über die wir den heutigen Abend übersprechen, den gibt es. Ich bin trotzdem zögerlich, bei Bemühungen zu einer Blockbildung zu kommen, zu sozusagen Blöcken, die sich gegenüberstehen. Da bin ich vom Ansatz her etwas skeptisch gegenüber diesem amerikanischen Ansatz. Es gibt dann auch ein paar praktische Schwierigkeiten. Wer ist jetzt eigentlich wirklich ganz genau Demokratie? Ist also eigentlich die Türkei jetzt dabei? Oder ist sie, es gibt ein geostrategisches Interesse, sie dabei zu haben, aber so richtig demokratisch ist es ja nicht, wenn die gesamte oder erhebliche Teile der Opposition, weil sie Opposition sind, im Gefängnis sitzen. Und das zum Teil seit Jahren. Der Multilateralismus ist wiederum ein Ansatz, den ich natürlich für richtig finde, aber der hat sozusagen das gegenteilige Problem. Solange der Multilateralismus ohne Inhalt bleibt, ist er natürlich auch eine relativ schwache Initiative. Und darum habe ich Biden gegenüber der Allianz der Demokratien meinen Vorbehalt, dass ich die Gefahr der Blockbildung sehe, und die Gruppe der Multilateralisten, die ist relativ substanzschwach und hat darum auch noch nicht, außer dass man zusammenkommt, sehr viele Früchte getragen. Da sind wir uns tatsächlich sehr einig. Der Rudolf Horsch fragt, wird der Freiheitswille der westlichen Welt stark genug sein und welche Mittel könnten denn eingesetzt werden, diesen Willen real zu behaupten? Das ist eine, es ist die Kernfrage. Es ist die Kernfrage, sind wir eigentlich zu selbstgenügsam, sind wir zu selbstgenügsam und zu naiv, um die Bedrohung der Freiheit zu sehen und bereit zu sein, die unbequeme Aufgabe, sich zu behaupten, anzunehmen? Das ist eigentlich die Kernfrage. Und ich würde fast sagen, es gibt eine beachtliche chinesische Einschätzung, die davon ausgeht, die sind zu bequem, die sind zu reich, zu wohlhabend und wissen gar nicht, was sie haben und was auf dem Spiel steht. Und dass wir das erkennen, dass es notwendig ist, uns selbst zu behaupten, ohne dass die Katastrophe sichtbar ist. Das ist etwa eine Lehre, die wir unter anderem auch aus der Pandemie ziehen sollten. Je früher man agiert, desto besser kann man sich schützen. Vielen Dank. Andrei Kutschenko fragt, ein transatlantisches Bündnis mag alternativlos sein. Das einseitige Aufkündigen des INF-Abkommens, des Atomabkommens mit Iran, also JCPOA, oder des Open-Sky-Abkommens mit Russland durch die USA, ohne die Partner zu konsultieren, berührt essentielle Sicherheitsinteressen Europas. Wie sollte Europa mit diesen Unsicherheiten umgehen? Also es hat ja alles stattgefunden. Beim INF-Vertrag hat es zuerst die erhebliche jahrelange Verletzung der russischen Seite gegeben des Vertrages. Trotzdem ist die Kündigung eine Schwächung, weil man dann ja nicht mehr die Verletzung des Vertrages einklagen kann. Und JCPOA natürlich doppelt eine eigene Schwächung und in den anderen Fällen genauso. Es hat gezeigt, aber es hat ja genau stattgefunden als Trumpsche Außenpolitik, und es hat sich erwiesen, die Schwäche der Europäer gegenüber einer amerikanischen Politik, die man für grundlegend falsch hält. Und darum ist das eine Erfahrung unserer Schwäche, aus der wir die Schlussfolgerung ziehen müssen, dass wir in die jetzt wieder mögliche transatlantische Politik gleichzeitig mehr europäische Stärke hineinlegen müssen. Diese Konsequenz müssen wir ziehen. Die Gefahr, dass wir jetzt umso passiver werden, je offener und freundlicher die amerikanische Administration ist und eigentlich nur in unseren Sesseln da sitzen und wir fragen uns, was macht denn jetzt der Biden? Was sind denn seine Initiativen? Das ist etwas, was man jetzt schon beobachten kann und was mich wirklich aufregt, dass wir nicht
die Gunst der Stunde, die ja vielleicht schon nicht mehr so ist, wenn die nächsten Midterm-Elections in den USA stattgefunden haben und vielleicht definitiv in 4 Jahren nicht mehr da sind, dass wir diese Gunst der Stunde nicht ergreifen und etwas Gemeinsames auch aus unserer Initiative mit unseren Beiträgen gestalten. Ja, da sind wir erneut einig. Man fragt sich immer, warum Sie Schwarz-Grün gerne hätten. Vielleicht kriegen wir doch noch eine schwarz-gelbe Mehrheit am Ende des Tages. Also erstens beklage ich das nicht so intensiv wie Sie, Herr Lechte, dass wir uns einig sind, sondern ich freue mich, aber vielleicht finden wir ja noch was im Laufe des Abends. Ja, mit Sicherheit. Wir steigen ein in ein Thema, was Sie auch als Ausschussvorsitzender auch auf die Initiative der Obleute entsprechend sehr vertieft haben. Da gab es dann öffentliche Anhörungen zu diesem Thema. Denn Hendrik A. Paslik fragt, vielen Dank, beziehungsweise er sagt erstmal vielen Dank für den phänomenalen Vortrag. Also ein Lob vorweg. Sie sagten, dass A, Technologie und B, die Einigkeit der Verteidiger der liberalen Ordnung wichtig sind. Wie bewerten Sie in diesem Sinne A, dass 5G auch von Europa als US-China-Rivalität gesehen wird, anstatt europäische Champions, Nokia, Ericsson, zu unterstützen? Und B, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft das EU-China-Investitionsabkommen durchgedrückt hat, ohne Abstimmung mit der Biden-Administration? Vielen Dank. Letzteres könnte man noch präzisieren, dass man es noch schnell gemacht hat, bevor diese Administration wirklich was sagen konnte. Man ist dann honoriert worden mit massiven, völlig unverhältnismäßigen chinesischen Gegenreaktionen gegen die Gegensanktionen, gegen die Sanktionierung von 4 verantwortlichen Personen für Menschenrechtsverletzungen schwerster Art an den Uiguren. Es sind ja ganze Ausschüsse des Europaparlaments und Parlamentarier mitsamt ihrer Familien, das Merix Forschungsinstitut in Deutschland, sanktioniert worden. Also ich glaube, das hat sich nicht ausgezahlt und es war ein Fehler. 5G betrachte ich als einen großen Erfolg des Parlamentes in dieser Legislaturperiode. Wenn ich jetzt etwas grob sage, ist das 5G-Gesetz ins Parlament gekommen als ein Einladungsgesetz an alle, auch an chinesische Unternehmen, vor allen Dingen Huawei, nach reinen technischen Sicherheitsstandards den 5G-Ausbau in Deutschland durchzuführen. 5G ist nicht irgendwas, sondern es ist das digitale Nervensystem unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und des Staates, die kritische digitale Infrastruktur. Und darum ist es eine Frage auch der nationalen Sicherheit, in wessen Hände das kommt. Wir haben dieses Gesetz im Parlament, vor allen Dingen auch die Parlamentarier der Koalition. Und ich glaube, erneut gibt es keinen Unterschied mit der FDP-Fraktion an dieser Stelle, zu einem Sicherheitsgesetz entwickelt, das politische Vertrauenswürdigkeitskriterien explizit mit aufnimmt und die Handlungsinstrumente begründet hat, wenn es sicherheitspolitische Bedenken gibt. Und dass man nun parallel auch an den europäischen industriellen Fähigkeiten weiter arbeitet und sie fördert, das wäre dann die industrielle Komponente zu der regulatorischen, gesetzgeberischen, die wir im Parlament wirklich verändert haben. Und das war 2 Jahre Arbeit, aber es ist am Ende erfolgreich geworden. Gut, zum China-Investitionsabkommen haben Sie jetzt einiges gesagt. Ich fand es auch etwas seltsam, dass wir das unbedingt in unserer Präsidentschaft noch durchdrücken mussten und da nicht zumindest die paar Tage noch haben warten können. Aber gut, jeder. Es liegt jetzt auf Eis, weil das Europaparlament gesagt hat, zu glauben, dass wir das Abkommen ratifizieren, wenn der Staat, mit dem wir es schließen sollen, unsere Parlamentarier, weil sie sich benehmen wie freie Parlamentarier, sanktionieren. Solange dieser Glaube besteht, können wir das nicht ratifizieren und legen es auf Eis. Also deswegen ist es positiv, dass wir das Europaparlament am Ende mit mehr Rechten ausgestattet haben. Ja. Da sieht man, wie wichtig es ist, dass die parlamentarische Demokratie vital ist. Die Samantha Mathieu, ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen, fragt nach den Themen WTO, TRIPS-Waiver und ITER als wichtige Aufgaben.
Wie kann eine zeitgemäße Reform den bestimmenden Themen IT und Digitalisierung im Zusammenhang mit Datenschutz und Geschäftsgeheimnissen aussehen? Da bin ich jetzt gespannt auf Ihre Einschätzung. Also da würde ich zwei Aspekte sagen. Was das Thema Handel und Handelspolitik anbelangt, bin ich ganz im Gegensatz zur Klimapolitik der beiden Administrationen nicht sehr optimistisch. Ich glaube, dass die Handelspolitik sehr stark gesehen wird unter dem Aspekt des Schutzes, um das Fremdwort nicht zu verwenden, kann es aber auch verwenden, der Protektion amerikanischer Jobs und Unternehmen. Das ist sowieso eine Tradition viel stärker der Demokratischen Partei, als es der Republikanischen Partei eine Tradition war. Es gibt ja auch durch die demokratische Mehrheit in beiden Häusern jetzt durchaus auch einen Einfluss des neuen Linkstrends, den es bei den Demokraten ja gibt und gegeben hat. Darum glaube ich, wird es in diesen Bereichen wenig bis gar keinen Fortschritt geben. Ich halte aber, wie ich auch ausgeführt habe, die Technologiefrage für die Frage, wo sich die Wertfragen entscheiden werden. Und da ich davon überzeugt bin, dass wir nur gemeinsame Stärke haben werden, finde ich die Initiative, die es jetzt gibt, einen transatlantischen, euroatlantischen Technologierat einzurichten, halte ich für richtig. Wir bräuchten einen transatlantischen gemeinsamen digitalen Raum. Das wäre ein enormer ein geoökonomischer Paukenschlag von geostrategischer Bedeutung. Dafür müssen wir uns aber auch über unsere gemeinsamen Werte, über unser Verständnis von Privatheit und Datenschutz verständigen. Wenn uns das gelänge, wäre das einer der riesigsten Fortschritte des Westens in dieser Zeit. Das heißt aber, auch wir Europäer und Deutsche müssen dann beim Thema Datenschutz kompromissfähig sein. Wir müssen fähig sein, zu westlichen Werten uns fortzuentwickeln. Ansonsten führen wir paradoxerweise dazu, dass wir uns im Westen nicht einigen und am Ende ein autoritär geprägtes Internet die Welt bestimmt. Also ein gemeinsames liberales Verständnis in der transatlantischen Gemeinschaft von Datenschutz im digitalen Zeitalter, das wäre eine riesige Aufgabe, der man sich widmen sollte. Vielen Dank, Peter Lemp. Der Name ist mir bekannt, er war auch schon bei den früheren Sicherheitsgesprächen dabei, sagt auch ein großer Vortrag, vielen Dank. Der Kalte Krieg kannte einfache, extreme Blockbildung. Heute ist es weitaus komplexer. Wie erwarten Sie den anzustrebenden Zustand als Mischung aus klarer Abgrenzung und trotzdem Zusammenarbeit, Verflechtung mit China? In dem Fall ergänzt sich noch Stichwort wirtschaftlich 6% unseres Außenhandels mit China und steigend und auch die Grundlage der Belt and Road Initiative, die von anderen Fragestellern auch gesehen wurde, möglicherweise sogar als Chance, was ich jetzt etwas anders sehe, aber gut, da kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Wie sehen Sie diesen Zustand? Das ist wirklich schwierig. Schwer. Gretchenfrage. Also erstmal ist es natürlich nicht zu beantworten. Ich kann natürlich meine Wünsche äußern, aber danach ist nicht so richtig gefragt worden. Meine Einschätzung ist tatsächlich, dass es sich um einen Wettbewerb der Stärke handeln wird. China hat eine klare Vorstellung und als einziges Land eine Strategie. Das habe ich auch schon zu meinen Ministerzeiten bewundert, ich glaubte, man kann strategische Vorgehensweise bei China wirklich feststellen und es China attestieren. Ich wüsste kein anderes Land, bei dem man das machen könnte. Das ist bei China der Fall. Und China hat eine gewissermaßen Vorstellung der natürlichen Ordnung als tausende Jahre alte Kultur und Gesellschaft, die jetzt mal 150 Jahre
verdrängt worden ist. Das ist aber ein relativ kleiner Zeitraum in der großen chinesischen Geschichte. Und die natürliche Vorstellung ist die, dass China das Zentrum ist. Und nicht, dass sich China nach anderen Regeln richten muss, sondern die anderen müssen sich nach den von mir aus ja wohlgesonnenen, aber eben chinesischen Regeln richten. Und dieses Verständnis ist vorherrschend und wird nun auch nach außen versucht durchzusetzen. Gegenüber diesem Verständnis, glaube ich, hilft nur die Stärke der freiheitlichen Gesellschaften, von deren Überlegenheit ich so überzeugt bin, wie die chinesische Führung von der Überlegenheit des Kollektivismus und der chinesischen Kultur überzeugt ist. Es gibt, beide Seiten haben auf absehbare Zeit ein Interesse an Stabilität, nicht an Gewaltanwendung, nicht an Eskalationen. Das ist etwas Beruhigendes. Aber wir müssen die freiheitlichen Verfassungen zusammenbringen, um die Friedenswirkung und die Toleranz der liberalen Ordnung weiter zu verteidigen. Ich glaube, ich bin ein wirklicher Überzeugungstäter der Idee und der Überzeugung der Würde des Menschen und der Herrschaft des Rechts. Und darum bin ich auch nicht bang um uns und darüber, dass wir dies behaupten können. Sie hatten ja in Ihrem Vortrag vorhin bereits die Uiguren angesprochen in China. Wir wissen alle, dass die Tibet-Frage eigentlich nach wie vor offen ist, aber diese werden wir vermutlich auch nie gelöst bekommen, spricht auch kaum noch jemand drüber. Hongkong, wissen wir, ist vertraglich geregelt und viele Dinge, die China dort tut, sind am Ende sogar rechtens, was schwerfällt, das hinzunehmen. Aber Herr Böhringer würde gerne darauf eingehen, auf die Frage, wie wird die westliche Welt reagieren, wenn China weiterhin versucht, Taiwan sich zunehmend einzuverleiben? Und wie wird die zukünftige Achse zwischen Japan und der westlichen Welt gestaltet? Also große Frage. Ich glaube, man kann ganz sicher sagen, dass es dass die chinesische Staats- und Parteiführung es nicht für Abenteurertum hält, wenn sie sagt, es gibt an unserer Entschlossenheit, das Land wieder zu vereinigen, darf es keinen Zweifel geben und wir werden dies tun. Das ist ganz nüchternes chinesisches Selbstverständnis. Dass darum, wenn man sagen, nach der Wahrscheinlichkeit auch militärischer Konflikte, die geostrategische, geopolitische, globale Bedeutung erlangen könnten, fragt, was ist denn da überhaupt denkbar, wenn man mal in die Zukunft schaut, dann ist es dieser Konflikt, zum Realszenario, zu einem realistischen Szenario von globaler oder von Konfliktentwicklung mit globaler Bedeutung zählt. Man wird drittens sagen können, solange China von der Bereitschaft, vor allen Dingen der USA, überzeugt ist, diesen Konflikt auch dann zu einem Konflikt mit den USA zu machen, wird der Konflikt nicht stattfinden. Damit findet er erstmal nicht statt, aber damit sind doch Imponderabilien zum Beispiel der Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft verbunden und natürlich auch die militärische Präsenz und Stärke in der Region. Das sind die drei Dinge, die man zu diesem Konflikt sagen kann und seiner Möglichkeit, dass er ausbricht und zu der noch gegebenen Wahrscheinlichkeit, dass das erstmal nicht passiert, aber eben nicht ausgeschlossen werden kann. Allein vom geostrategischen Punkt Taiwans wird die USA gar nicht anders können, als die Unterstützung weiterhin zu zementieren für diese Insel, weil am Ende das ansonsten
in genau dem Konflikt, den Sie angesprochen haben, den geostrategischen Konflikt im Pazifik entsprechend anders gar nicht ginge. Also die USA ist auf den Philippinen mit Taiwan verbündet und mit Japan, und das ist die entscheidende Kette gegenüber dem entsprechenden indopazifischen Raum und auch vor allem gegenüber den pazifischen Inseln, wo ja auch sehr traditionsgemäße starke US-Verbindungen bestehen, nachdem die ehemals deutschen Kolonien teilweise und die japanischen Kolonien dann 1945 an die USA gefallen sind. Wir beide sind nur Vorerlichte, dass der Fragesteller uns nicht gefragt hat, wie das eigentlich in Europa gesehen würde und was es für Europa bedeuten würde, wenn dieser Konflikt ausbreche. Aber die Frage ist nicht gestellt worden. Wir sind dankbar dafür. Und Sie wissen, dass ich da eine ganz dezidierte Meinung habe. Und das darf ich auch Gott sei Dank als Oppositionspolitiker nach wie vor haben. Sie als auch Vertreter einer Bundestagsfraktion. Aber Sie wollen ja schon in wenigen Monaten Regierung sein. Also als ein Vertreter der Bundestagsfraktion der CDU, CSU und als Regierungspartei haben Sie da natürlich einen etwas diplomatischen Ansatz. Aber ich bin der Meinung, dass bei Taiwan der Konsensus von 92 halt schlicht und ergreifend von einer Seite de facto aufgekündigt worden ist. Aber das werden wir jetzt nicht weiter vertiefen. Taiwan ist eine eigene Veranstaltung wert und die gab es erst kürzlich mit der Naumann-Stiftung, die man im Internet nachschauen kann. Andreas Kellers fragt die nächste Gretchenfrage. Und da sind Sie in Ihrem Vortrag schon leicht drauf eingegangen. Und das ist jetzt die Gelegenheit, das etwas zu vertiefen. Denn China als Machteinheit steht gegen den zeitaufwendigen Machtkompromiss der EU. Haben wir denn vom heutigen EU-System überhaupt eine Chance, uns zu behaupten? Heißt das dann, dass sich die EU-Struktur verändern muss, um sich behaupten zu können? Ich glaube nicht, dass es um die EU-Struktur geht, sondern es geht um die Struktur, und was sie kann, ist eigentlich dann immer nur der Mechanismus des vorher notwendigerweise zu bildenden politischen Willens. Und das, was unsere Schwäche ist, ist, dass wir zu einem außenpolitischen gemeinsamen Willen in wichtigen Fragen und manchmal sogar in unwichtigen Fragen nicht in der Lage sind und zum Teil immer weniger in der Lage sind. Wir haben ja jetzt die neueste Verhaltensweise, dass Ungarn praktisch aus Prinzip heraus alles blockiert, sodass wir schon mal die Einstimmigkeit, die gefordert ist, nicht haben. Dann haben wir nur die 26 Mitgliedstaaten, die etwas erklären können. Aber sobald es auch um wichtigere Fragen geht, etwa die China-Frage, aber auch regionale Fragen im nahen Mittleren Osten oder Ukraine oder was auch immer. Nehmen Sie das leidige Nord Stream-Thema. Ist der Trend im Moment eben der Renationalisierung anstatt der Europäisierung? Und darum sind es nicht die europäischen Strukturen, sondern die Gesellschaften und Mitgliedstaaten und Staaten, die zurückgefallen sind, eher auf nationale Verhaltensweisen. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren noch so sein. Wir dürfen als Deutsche müssen da immer dranbleiben, das zu überwinden, aber wir müssen ja parallel auch Außenpolitik machen. Und darum, glaube ich, müssen wir auch der Erwartung an uns gerecht werden, parallel dazu auch schon mit anderen zusammen Außenpolitik zu machen und nicht nur sozusagen auf die 27 zu warten. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon wieder zurück in Europa und damit in Deutschland. Und der ehemalige Generalinspekteur der Deutschen Bundeswehr, Klaus Naumann, Herr General, wir grüßen Sie herzlich hier bei uns, ist heute Abend auch zu Gast. Und das passt jetzt gerade genau hinein. Er schreibt: volle Zustimmung zu einem beeindruckenden Aufruf, endlich Verantwortung zu übernehmen und gestaltende Führung mit Gleichgesinnten in der Europäischen Union zu übernehmen und dann in der NATO das neue strategische Konzept zu formen. Das bedeutet Entlastung der USA durch europäische Verantwortung für Europa gegenüber Russland und zusätzlich für den Nahen Osten und Nordafrika, um dadurch die USA auf das von den USA abhängige Europa so zu binden, dass eine globale Allianz der Demokratien entsteht. Jetzt kommt der Satz der Sätze. Ist das verantwortungsscheue Deutschland dafür reif und wie wollen Sie dafür Mehrheiten gewinnen? Also erstmal freue ich mich, dass Herr Naumann dabei ist.
Er war unter anderem auch mal, waren wir mal Bürger in meinem Wahlkreis, sogar in der gleichen Stadt, in der Stadt Rheinbach. Aber wir sehen uns unabhängig davon immer wieder mal. Freut mich sehr, Herr Naumann, dass Sie dabei sind. Ja, genau das ist die Frage. Ich möchte die Frage so beantworten, dass ich sage, dass ich nicht finde, dass die Deutschen sozusagen mit sich ausmachen, dass sie darüber diskutieren, sondern ich halte die Frage, die Sie gestellt haben, für die außenpolitische Führungsfrage, die in unserem Land beantwortet werden muss, durch die legitimierte politische Führung des Landes. Führung ist dabei übrigens nicht nur Regierung, sondern die zur Führung des Landes, in welcher Rolle auch immer, Regierung oder Opposition, gewählt worden sind. Man kann nicht erwarten, dass die Fragen, die wir heute Abend diskutieren, sich Menschen von stellen und sie beantworten können, die ganz andere Sorgen und Pflichten an ihrem Tag haben, sondern es ist die Bringschuld der Politik im weiteren Sinne, übrigens auch unter Einfluss des politischen Journalismus, auch übrigens der Wissenschaft, ja diejenigen, die eine Führungslegitimation, Aufklärungsanspruch in unserem Land haben, darüber aufzuklären und mit einer Antwort auf die Herausforderungen der Bevölkerung zu geben. So wie als die Pandemie begann, als auf einmal eine Gefahr da war, die wir alle nicht so richtig kannten und verstanden, war es die Aufgabe der Politik, beraten durch Wissenschaft, also mehr Verantwortungsträger, zu sagen, was ist, und eine rationale, verantwortliche Antwort zu geben. Dieses Muster müssen wir auch auf die komplexe Entwicklung und Gefahr, über die wir heute Abend reden, anwenden. Und ich habe Vertrauen in unsere Bevölkerung. Die ist verantwortlich, die hört zu. Wenn man ehrlich mit ihr umgeht und über die Themen redet, dann kann man die Bevölkerung auch gewinnen. Es ist die politische Führung, die gefragt ist. Jetzt muss ich mich herzlich entschuldigen bei Egon Rams. Den hatte ich seine Frage live zur Antwort schon avisiert und habe dann offensichtlich falsch geklickt. Und dementsprechend steht die noch aus. Und damit, Sie haben ja gerade eben selber gesagt, das leidige Nord Stream-Thema. Und Nord Stream führt uns ja direkt nach Russland. Und Egon Rams hatte schon relativ am Anfang gefragt gehabt, wenn Sie, Herr Röttgen, den Zeitpunkt für den Wechsel mit Krim und Ostukraine definieren, wo ordnen Sie dann den Krieg in Georgien und die Annexionen von Abchasien und Südossetien ein? Hätten wir nicht bereits 2008 erkennen müssen, dass Russland die vertraglich anerkannte Ordnung nach Ende des Kalten Krieges nicht mehr beachtet? Und vielleicht könnten Sie dann auch noch Ihre eigene Meinung zu Nord Stream kurz kundtun, weil das ja ein Thema ist, was uns immer wieder auch im Ausschuss beschäftigt hat und wo ich glaube, dass es kaum mannigfaltigere Meinungen innerhalb des Deutschen Bundestages gibt als zu diesem Thema. Ja, aber am Ende, glaube ich sogar, gäbe es im Parlament dann auch wiederum eine überraschende Mehrheit. Also ja, die gäbe es definitiv. Herz, vielen Dank, dass Sie dabei sind, aber bei den Einrichtungen, die genannt sind, ich weiß nicht, ob Sie Clausewitzer oder wahrscheinlich sind Sie mehrfach hier dabei, schön, dass Sie dabei sind. Er ist für die Deutsch-Atlantische Gesellschaft für das Bonner Forum heute Abend zugegen. Ja, das stimmt. Es gibt dort ein Grundprinzip, auch stark mit der Person von Wladimir Putin verbunden, nämlich das Prinzip, dass Russland, die jetzige russische Führung, seinen westlichen Nachbarn ein uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht nicht zugesteht, über ihren Weg als Gesellschaft, marktwirtschaftlich, Demokratie und was die Wahl von möglichen Bündnissen oder Gemeinschaften anbelangt, EU oder NATO. Nach meiner Einschätzung aus einem noch sozusagen Relikt als imperiales Denken und zweitens aber auch aus einer ganz pragmatischen machtpolitischen Überlegung, die bei Russland in all diesen Ländern zutage tritt, bei der Ukraine aber übrigens am meisten, weil die Ukraine das größte Land ist.
weil, glaube ich, die Einschätzung ganz klar und zutreffend ist. Die westlichen Nachbarn, Ukraine, Georgien, was auch immer, die sich auf diesen Weg unbeeinträchtigt machen, werden Erfolgsmodelle werden, wie Polen ein Erfolgsmodell geworden ist. Würde auch die Ukraine, die es schwerer hat wegen des oligarchischen Systems, ein Erfolgsmodell werden. Georgien, ein kleines Land, konsequent auf dem Weg, Teil des Westens zu werden. Und die kann man nur davon abhalten, indem man sie in einen militärischen Konflikt verwickelt und militärische Präsenz auf ihrem Territorium stationiert, damit der Weg unterbrochen wird. Denn wenn diese Staaten alle Erfolgsmodelle würden, dann würde es Russland und das russische Modell des Oligarchentums, der Verbindung von wirtschaftlichen Profiteuren mit dem Sicherheitsapparat, immer weiter unter Druck bringen, weil es das einzige Modell wäre, das eben nicht, dem es nicht gelingt, zu einem Erfolgsmodell zu werden. Und darum darf mindestens die noch übrig gebliebene, nicht der EU oder der NATO angehörende Nachbarschaft sich nicht auf diesen erfolgreichen Weg begeben. Das ist eine klare Machtpolitik. Und Sie haben recht, der wirkliche Kurswechsel, der ist dann mit dem großen Nachbarland Ukraine erfolgt. Aber das Denken und die Politik hat es schon vorher gegeben. Und darum zieht es sich wie eine Kette von Georgien, Moldawien, Ukraine und jetzt in der neuen Konstellation Belarus. Achso, Nord Stream 2, ja, es ist. Ja. Und ein Jahr nach der Annexion der Krim, ein Jahr danach, kommt dieses Projekt, von dem das noch nicht einmal für Gazprom ein wirtschaftliches Projekt ist, das nichts zu tun hat mit der Gasversorgung etwa Deutschlands, weil es ja ein reines Leitungsprojekt ist. Es gibt ja für den Gasbedarf und noch mehr von russischem Gas. Wir haben übrigens schon fast 50%. Irgendwann fragt man sich natürlich, wo ist eigentlich die Abhängigkeitsschwelle. Aber für noch mehr Gas gibt es ja Leitungen genug. Und das Ziel von Nord Stream 2 ist ein geostrategisches, nicht mehr angewiesen zu sein auf die Ukraine als Durchleitungsland, sondern eine Umgehung durch die Ostsee zu haben, durch die man genug Gas leiten kann. Und dann, wenn man die Ukraine als Durchleitungsland nicht mehr braucht, hat man jedenfalls die Möglichkeit, das gesamte Land zu destabilisieren und nicht nur einen Teil, nämlich den Osten. Das ist die geopolitische Waffe oder die strategische Waffe, machtpolitische Waffe, die gebaut worden ist in Nord Stream 2. Und dass das immer noch unter manipulativ dargestellt wird, als hätte das irgendwas mit Gasversorgung Deutschlands oder der Wirtschaft zu tun, ist schon ein beachtliches Versagen unterschiedlicher Beteiligter. Wie Sie sehen, Herr Dr. Röttgen hat zu jedem Thema etwas zu sagen. Deswegen wage ich auch noch die Frage von Karl-Heinz Breil aufzuwerfen, die eigentlich den Miturkonflikt der Vereinten Nationen beinhaltet, nämlich den eigentlichen Nahostkonflikt Israel-Palästina. Europa ist immer noch an der Zwei-Staaten-Lösung dran. Das ist auch die offizielle deutsche Sichtweise, und Karl-Heinz Breil hätte gerne dazu Ihre Einschätzung. Sehen Sie in den kommenden circa 5 Jahren die Zwei-Staaten-Lösung als möglich an? Ich beantworte versuche die Frage zu beantworten. Sie können ja mal zählen, ob ich schon die Fragenzahl von Graf Lambsdorff erreicht habe, da wir ja 20.30 Uhr haben. Noch nicht also ganz. Ich hätte noch dieses Thema und danach ein anderes und dann drei Quickies und dann sind wir am Ende. Also, okay. Es ist eine traurige Situation. Wir haben jetzt gerade ja wieder den Gewaltausbruch erlebt. Und die große Frage ist, war das ein bisschen ein Weckruf in der Region, in der israelischen und palästinensischen Bevölkerung oder auch für Europa? Oder warten wir jetzt, bis es zum nächsten Gewaltausbruch kommt? Und wir sind wieder empört und betroffen, aber tun nichts. In Israel selber
in der Mehrheit der israelischen Gesellschaft, in den Umfragen, spielt die Palästina-Frage eine untergeordnete Rolle inzwischen. Anders als das, was jetzt gesehen worden ist, eine neue Qualität des Konfliktes zwischen jüdischen Israelis und arabischen Israelis. Zum ersten Mal hat es ja diesen innerisraelischen Konflikt so stark gegeben. Das beschäftigt viele. Aber die Palästinenser sind in der israelischen Betrachtung stark marginalisiert. Die Palästinenser sind ihrerseits so schwach wie selten zuvor, tief gespalten zwischen den unterschiedlichen Flügeln, wie bekannt ist. Aber in der israelischen Gesellschaft spricht man eigentlich gar nicht mehr darüber, welche Perspektive auch durch einen Staat die Palästinenser einmal bekommen sollen. Damit wird aber gleichzeitig durch das Verdrängen des Problems und der Marginalisierung der Palästinenser, die zu 70% jünger als 35 sind, eine extrem junge und perspektivlose Bevölkerung, die wächst immer weiter, wird aber das Grundziel Israels als Gesellschaft, nämlich ein jüdischer und demokratischer Staat zu sein, immer stärker gefährdet. Es treibt also, sozusagen, durch Verdrängung wird dieser Konflikt immer explosiver. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass in der israelischen wie in der palästinensischen Bevölkerung im Moment eine Reife da ist, die eine Lösung und etwa in dieser Form, etwa in 5 Jahren auch nur als Wunsch begründet erscheinen lässt. Also wir sind doch dort eher zurückgeworfen in der Reife eine Lösung zu suchen, als das schon früher mal der Fall war. Und gleichzeitig wächst dieses Problem. Ich halte auch das, den Israel-Palästina-Konflikt, für einen Konflikt, dem wir uns als Nachbarn, nicht nur aus historischer Verantwortung als Deutschland, aber auch als Nachbarn wegen der Betroffenheit von den ungelösten Folgen, nicht entziehen können und starten sollten, zusammen mit den Amerikanern in einer noch nie dagewesenen Kooperation mit dem Management des Konfliktes und dem Nicht-Aufgeben an einer Lösung des Konfliktes zu arbeiten. Aber erstmal muss man den eher mal ein bisschen wieder managen, den Konflikt, bevor man an Konfliktlösungen grundlegender herangeht. Und übrigens, ohne regionale Perspektive, das heißt ohne Iran, ist auch dieser Konflikt nicht lösbar. Da stimmen wir überein. Jetzt machen wir mal die ganz kurzen Fragen, die relativ schnell eigentlich zu beantworten sind. Ich denke es zumindest. Es gibt nur die Frage von Frau Mathieu. Wie sieht es mit der Aufgabe von Schutz geistigen Eigentums aus? Das hatte sie vorhin schon mal in dieser TRIPS-Waiver-Frage gestellt gehabt. Ja. Und da waren Sie nicht so tiefgründig gegangen. Vielleicht könnten Sie da noch 2 Sätze sagen. Also versus lassen sich die Schutzrechte aufweichen zum Wohle der Menschheit. Da haben wir ja im Bundestag ja auch eine andere Mehrheit. Ich fürchte, Herr Lecht, das wird schon wieder kein Punkt der unserer Uneinigkeit sein. Nein. Weil, glaube ich, unsere beide Überzeugung ist, dass der Schutz des Eigentums, das Eigentum als solches und sein Schutz, ein ganz starkes Motiv und ein Anreiz dafür ist, dass wir die Produkte und die Innovationen haben. Und wer den Schutz in Frage stellt, der stellt die Innovation in Frage. Es war auch, genau, was die USA anbelangt, eine taktische Entlastungsmaßnahme und, glaube ich, kein wirklicher konstruktiver Lösungsbeitrag. Ohne die private Wirtschaft, die private Forschung wären viele Dinge überhaupt nicht möglich. Und wenn der Staat alleine dafür zuständig würde, würde es niemals zu solchen technischen Innovationssprüngen kommen, wie wir sie haben. Vermutlich hätten wir noch nicht mal das Telefon erfunden. Der anonyme Zuschauer, und auch die dürfen bei mir ab und an Fragen stellen, auch eine kurze, bedeutet liberale Weltordnung stets auch Unipolarität oder ist eine solche mit Multipolarität vereinbar? Sprich, soll die Forderung nach liberaler Weltordnung den Führungsanspruch der USA zementieren? Nein, definitiv nicht. Das ist die alte Zeit, die auch nicht wiederkommen wird. Man steigt niemals an derselben Stelle
in denselben Fluss wieder ein, vielleicht an derselben Stelle, aber nicht mal in demselben Fluss. Nein, es gibt keine Unipolarität. Die Gesellschaft, die Welt hat sich unwiederbringlich und wird sich weiter in die Vermehrung von Machtzentren entwickeln. China bleibt eine unverrückbare Realität jeder globalen Ordnung. Und Rong Shanglin sagt, Wettbewerb belebt das Geschäft, ist eine Vielfalt verschiedener politischen Systeme in dieser nicht gerade wünschenswert. Ich denke, da werden wir beiden uns auch einig sein. Ja, natürlich, aber man darf halt nicht am Ende nur in einem System wach werden. Ja, und vor allen Dingen der Wettbewerb, wir sind ja für die Ordnung des Wettbewerbs, wir können uns im Moment nicht über ein Minimum von 2, 3 Grundregeln für diesen Wettbewerb verständigen. Dann wäre ja alles geregelt. Im Grunde reden wir gar nicht darüber, ob es Wettbewerb geben soll, sondern wir reden darüber, können wir uns auf einige ganz, ganz wenige Kern, unverzichtbare Elemente, wie wir diesen Wettbewerb ausüben, verständigen. Das ist der eigentliche Konflikt. Und das ist vermutlich für Sie auch eine kurze Frage, weil sie gerade tagesaktuell eigentlich ist. Und die stelle ich auch noch hinein. Das ist dann der dritte Quickie. Wie bewerten Sie das Genfer Treffen Biden-Putin? Moskau feiert es als Erfolg. Biden sagt, man kann es erst in einigen Monaten bewerten, so der Herr Schaffranek. Für Moskau und Putin war es natürlich auch ein Erfolg, weil für Putin, auch nach meiner Interpretation, ein wesentlicher Sinn seiner aggressiven Politik liegt darin, anerkannt zu werden, auf Augenhöhe. Er begründet Konflikte, um sagen zu können, ohne mich und ohne Russland ist kein Konflikt zu lösen. Und wenn er sich dort so präsentieren kann, dann zählt das zu den Erträgen seiner Politik. Und darum war er total zufrieden. Und wenn er dann auch den Präsidenten loben kann, obwohl er zu Hause kritisiert wird, dann hat er noch mehr Freude daran. Und trotzdem war es auch aus Bidens und amerikanischer und europäischer Sicht wichtig. Es ist ein Maximum oder das mögliche Maximum ist erreicht worden. Das mögliche war aber relativ wenig, aber nicht zu unterschätzen. Man spricht wieder miteinander. Man hat wieder den Status, den diplomatischen Minimalstatus, nämlich Botschafter, die im Land, im jeweils anderen Land sind. Und es gibt eine Gesprächsfähigkeit zwischen den beiden Präsidenten. Und das ist das kleine Maximum gewesen, was auch realisiert worden ist. Und darum war es gut. So, dann würde ich sagen, Herr Dr. Röttgen, vielen Dank. Wir haben jetzt 2 Dutzend Fragen abgearbeitet. Wir hätten noch 2 Dutzend Fragen offen, aber das ist bei solchen Veranstaltungen leider üblich, vor allem wenn man mit solch fachkundigen Menschen da zusammenarbeiten darf, wie Sie das sind. Ich hätte jetzt auch gerne mit Ihnen noch über Afrika gesprochen und über viele andere Dinge. Der Venezuela-Konflikt hat noch nicht stattgefunden, wo wir über den real existierenden Sozialismus hätten sprechen können. Oder eins meiner Lieblingsthemen, die Finanzierung der humanitären Hilfe weltweit. Alles Themen, die man auf anderen Veranstaltungen natürlich dann auch besprechen kann. Ich hoffe, dass Sie alle mit mir entsprechend da übereinstimmen, dass wir heute Abend sehr, sehr viel diskutieren konnten und dass es im Endeffekt ein wirklich hervorragender, fulminanter Auftakt der Nürnberger Sicherheitsgespräche 2021 gewesen ist. Herr Sohr lässt sich entschuldigen für heute Abend. Es ist ihm leider nicht geglückt, eine stabile Verbindung herzustellen und wir werden das in der nächsten Veranstaltung bestimmt nachholen können. Und dementsprechend danke ich an dieser Stelle auch allen anderen Kooperationspartnern vom Deutschen Bundeswehrverband über die Deutsch-Atlantische Gesellschaft, der Clausewitz-Gesellschaft, der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, der Nürnberger Zeitung. Deswegen war der Chefredakteur heute Abend ja auch eigentlich da gewesen. Und des Reservistenverbandes der Landesgruppe Bayern, vor allem der Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung, die die ganze Organisation heute Abend übernommen hat. Und darf Sie alle jetzt schon herzlich einladen. Wir machen
warten ja jetzt weitere sieben Veranstaltungen nach heute Abend. Und die nächste ist America is Back, die neue Rolle der USA in der Weltpolitik. Und diese findet statt am 22. Juni von 19 Uhr bis 21 Uhr. Und dort wird uns zur Verfügung stehen der Vizepräsident und Berliner Büroleiter des German Marshall Funds, Herr Thomas Kleine-Brockhoff. Und dann auch noch der Professor Gabriel Felbermeier, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft aus Kiel, die beide auf das Thema tiefgründig eingehen werden. Auch dort sind wieder Fragen möglich. Und alle Fragen, die heute Abend nicht beantwortet werden konnten, verzeihen Sie es mir. Aber ich denke, wir haben ein echtes, tolles Potpourri heute Abend durchbekommen und einen Ritt mit Herrn Dr. Röttgen durch die Welt gemacht, der seinesgleichen sucht. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen recht herzlich, freue mich auf unser Wiedersehen am Mittwochvormittag im Auswärtigen Ausschuss. Und der Unterausschussvorsitzende grüßt den Auswärtigen Ausschussvorsitzenden und dankt recht herzlich, dass Sie heute Abend dabei waren. Ihnen allen an den Bildschirmen danke für Ihre Teilnahme. Die Teilnehmer sind alle stabil geblieben. Das heißt also, wir haben niemanden gelangweilt, sondern es war ein perfekter Abend. Vielen Dank, Herr Dr. Röttgen. Bis die Tage und Ihnen allen mein herzliches Vergelt's Gott für die Teilnahme. Ich danke sehr. Tschüss.